Ah, Kiddos, schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee. Ich habe mir hier einen Kakao gemacht mit ein bisschen Kaffee. Und ich würde sagen, wir starten noch jetzt mal ins Q&A. Und ich bin die Stimme aus dem Hintergrund. Yes, du bist die Stimme aus dem Hintergrund. Moin, Kiddos! Das ist jetzt ein Q&A zum Thema Schwangerschaft, Familie und andere Fragen, die ihr dann noch unter dem letzten Video gestellt habt. Und das waren recht viele, sehr viele schöne Fragen vor allem. Spannende Fragen und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein, oder? Ja. Fiel euch die Namenswahl leichter oder schwerer als beim ersten Mal? Gab es einen bestimmten Prozess, Vorschläge von Freunden, Liste am Kühlschrank und so weiter? Und wie habt ihr Emma eingebunden? Oh, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich bin jetzt in der 35. Schwangerschaftswoche. Das heißt also, ich habe jetzt noch so ungefähr plus minus 5 Wochen. Ich hoffe nicht, wer weiß wie länger. Und es ist tatsächlich so, dass wir für den Jungen in meinem Bauch noch keinen Namen fix haben. Es ist so, dass wir Ideen haben, auf die sind wir auch ganz alleine gekommen. Wir haben da weder Freunde mit einbezogen, noch großartig irgendwie Familie oder so. Natürlich haben wir auch Emma gefragt, aber von Emma kamen so ein paar seltsame Vorschläge wie, ja, der Bruder von meiner Freundin heißt Max, also soll mein Bruder auch Max heißen oder so Sachen wie, er soll Bubu heißen. Es ist alles nicht so tauglich, würde ich sagen. Nicht so hilfreich. Nee, nicht wirklich. Aber wir haben halt eine Liste. Und tatsächlich finde ich es jetzt schwerer. Wäre er ein Mädchen geworden, hatten wir die Namen quasi sofort fest und mehr oder weniger fix. Das wäre nämlich dann eine Kombination aus den Namen unserer verstorbenen Großmütter gewesen. Aber jetzt, wo es ein Junge ist, gut, einen Namen davon kann man auch männlich ableiten. Aber es ist noch nicht so wirklich fix und so langsam wird der Druck dann halt auch doch ein bisschen größer, weil wir haben nämlich nur, sage ich es jetzt richtig, einen Monat bis nach der Geburt Zeit, einen Namen fix anzugeben. Und ich bin fast in Versuchung, diesen Monat auszunutzen, um tatsächlich dann zu überlegen, passt dieser Name, den wir uns überlegt haben, zu dem Kind. Bei Emma war es so, dass der Name Emma schon für mich als kleines Mädchen feststand, dass ich gesagt habe, okay, meine Tochter soll später mal Emma heißen. Jakob hatte eben auch einen Wunschnamen, das ist Sophie, und die Kombination passt halt sehr gut und das saß quasi. Und als wir Emma eben gesehen haben, okay, gut, das passt. Und ihr dritter Vorname, die sind alle ohne Bindestrich, ist Grace. Und den haben wir von einer sehr, sehr guten Freundin quasi nahegelegt bekommen. Und wir fanden das sehr schön. Und Emma kann dann, wenn sie ein bisschen älter ist, dann auch selber überlegen, welchen dieser Vornamen sie dann als, ja, als primären Vornamen nutzen möchte. Ob sie jetzt Astronautin wird, Schauspielerin oder Lehrerin. Was auch immer sie werden möchte. Hast du Angst vor einem möglichen Kaiserschnitt? Wie würdest du dich hier im Speziellen auf die Geburt vorbereiten? Nö, gar nicht. Also, ich habe da gar keine Angst vor. Wo ich echt ein bisschen Schiss hätte, wäre, wenn das plötzlich, also wenn ich in die spontane Geburt reingehe und es wird dann ein Notkaiserschnitt, weil dann muss alles schnell gehen und dann hat Jakob auch nicht die Möglichkeit dabei zu sein. Das fände ich tatsächlich echt ein bisschen blöde. Von daher würde ich gerne vorab schon wissen, okay, wird es jetzt eine spontane Geburt, machen wir das jetzt? Oder aber sind es andere Gründe, unter anderem halt eben auch meine gesundheitliche Situation, die Situation des Babys, sodass wir vorab allen halt auch irgendwie klären können, zum Beispiel auch wegen der Lage, dass es halt eben ein geplanter Kaiserschnitt wird. Und dann, das ist auch für mich schöner, weil ich mich dann ein bisschen besser darauf einstellen kann. Aber Angst? Nö. Wie habt ihr Emma auf den Boy vorbereitet? Wie wir Emma vorbereitet haben. Also Emma war die Erste, die davon erfahren hat, dass ich ein Baby im Bauch habe. Und wir haben ihr das auch so kindgerecht wie möglich erklärt. Ich finde, mit 3,5 ist sie noch ein bisschen zu jung, um die exakten biologischen Vorgänge zu verstehen, zu begreifen. Von daher haben wir ihr das kindgerecht erklärt. Sie freute sich wahnsinnig. Also das war wirklich, also sie sprang auf und juhu, ich kriege ein Geschwisterchen. Sie hatte dann natürlich auch einen Wunsch, was das Geschwisterchen werden soll, Mädchen oder Junge.
Sie hat sich dann jetzt damit abgefunden, dass sie einen Bruder kriegt. Sie freut sich wahnsinnig. Sie wird, wie ihr in den anderen Vlogs auch schon gesehen haben werdet, ab und an auch zu den Ultraschalls mitgenommen. Also wenn ich eben hier den Ultraschall durch den Bauch bekomme, weil dann kann sie ein bisschen was sehen. Wir haben ja auch Videos gezeigt, die wir bekommen haben vom Frauenarzt. Und ja, sie ist dann halt auch dabei, wenn wir Dinge anschaffen für das Baby und ihr dann auch eben erklären, ne? Hier dieses Bettchen ist dann für deinen Bruder oder auch diese Kleidung ist für deinen Bruder, möchtest du mit mir den Schrank einräumen? All solche Sachen. Mir war das sehr wichtig, dass sie da involviert ist und nicht irgendwie eines Tages sich so fragt, Mama, warum hast du eigentlich einen dicken Bauch und wo kommt dann später eben dieses Kind her? Also nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern sie wirklich an dem ganzen Prozess dabei sein zu lassen. Ihr seid ja selbstständig. So gesehen fällst du ja als Arbeitskraft für diese Zeit aus. Wie überbrückt man diese Zeiten? Arbeitet Jakob weiter? Wie finanziert ihr euch? Also es ist natürlich so, als Selbstständiger oder als selbstständige Frau schwanger zu werden, du hast ein enormes Risiko. Nicht jede Schwangerschaft ist gleich, bei jeder Frau, das wissen wir alle. Es gibt Frauen, die leiden halt mehrere Monate lang unter erheblicher Übelkeit und können ihrer Tätigkeit nicht nachgehen. Bei uns hat es sich in der zweiten Schwangerschaft dann doch schnell eingependelt. Ich war nur 4 Monate mehr oder weniger wenig einsatzbereit. In der ersten Schwangerschaft mit Emma war das ein bisschen länger. Da hatten wir echt Probleme, würde ich sagen. Also, dass ich dann auch meine Arbeit eben nicht machen konnte. Wir hatten aber ein Polster, sodass es dann irgendwo okay war. Und auch das haben wir dieses Mal eben auch so vorab eingeplant. Ab dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir wären wieder bereit, das Abenteuer nochmal zu machen, haben wir halt auch geguckt, dass wir uns ein kleines Polster anlegen und haben überlegt, was passiert im Fall der Fälle, wenn es eben eintrifft, dass ich nicht arbeiten kann, dass ich nicht auf Veranstaltungen sein kann, dass ich nicht mich vor die Kamera setzen kann, dass ich nicht in der Lage bin, zu schreiben, dass ich nicht in der Lage bin, Aufträge abzuarbeiten. Und das hat dieses Mal doch recht gut funktioniert. Wir waren halt vorbereitet, wir wussten, was eventuell auf uns zukommt. Das war halt eben der Vorteil. Und jetzt arbeite ich halt recht viel vor. Also ich gucke, dass ich die Zeit nutze, die ich habe, in denen ich wach bin, in denen ich mich gut fühle und bereite vieles vor. Und bei uns ist auch jetzt die Situation anders. Als ich mit Emma schwanger war, hat Jakob noch eine Festanstellung gehabt. Und jetzt ist Jakob mit mir eben selbstständig und dementsprechend kann Jakob sehr viel abdecken, was hier zu Hause anfällt. Wie ist es für Jakob als werdender Papa, eine Schwangerschaft mitzuerleben? Wie geht er damit um? Was findet er schwierig und worauf freut er sich ganz fest? Fast eine Frage, Kannst du das beantworten? die du eigentlich beantworten müsstest. Also ich kann ja nur aus meinen Beobachtungen, also ich finde, Jakob macht das super. Aha. Ja, du bist sehr fürsorglich, du nimmst mir sehr viele Ängste oder du nimmst mir auch sehr viele Bedenken, die ich habe. Also ich hatte es, glaube ich, in der Abmoderation im letzten Vlog dann eben gesagt, dass ich eigentlich eine sehr, sehr selbstständige Frau bin, die gerne dann auch sagt, pass mal auf, ich trage die Tüten halt selber hoch, ich mache mir die Tür selber auf, ich mache den Kram jetzt hier selber. Seltener frage ich um Hilfe. Und jetzt ist es halt eher so, dass ich wirklich auf ihn auch teilweise angewiesen bin. Also, ob es jetzt zum Beispiel dieses, kannst du mich mal eben vom Boden hier aufsammeln, weil ich habe mich mit Emma hingehockt und habe mit ihren Barbies gespielt und ich komme aber einfach nicht mehr hoch oder hilfst du mir mal eben aus dem Bett oder kannst du mir dies, das, jenes mal anreichen, aufheben, wie auch immer, weil es körperlich für mich nicht mehr möglich ist. Also da ist Jakob 1A. 10 Sterne gerne wieder. Also ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite ist man halt so ein bisschen hilflos, weil man kann ja bei der Schwangerschaft an sich nicht wirklich helfen. Aber so wie ich es im letzten Vlog gesagt hatte, du kriegst das Baby und ich kümmere mich um den Rest. Das ist eigentlich eine sehr schöne Aufteilung. So funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Glaubst du, Emma wird die Ankunft des Bruders gut verkraften oder wird sie eifersüchtig werden, wenn du natürlich erstmal mehr mit dem Säugling beschäftigt bist? Das ist eine Frage, die ich jetzt schon häufiger gehört hatte, auch die mich via Instagram erreicht hat, die Frage eben nach der Eifersucht. Ich schätze, also wir kennen Emma ja jetzt nur ein bisschen länger und ich finde nicht, dass Emma
ein eifersüchtiger Typ ist. Emma hat schon immer sehr, sehr gerne geteilt mit anderen Kindern, was manchmal auch dazu führte, dass sie mehr geteilt hat und mehr abgegeben hat, als dass sie letzten Endes dann auch irgendwie hatte. Und am Ende stand sie selbst ohne irgendetwas da. Das hat sie natürlich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube nicht, dass sie eifersüchtig werden wird, großartig, wenn das Baby halt am Anfang Aufmerksamkeit kriegt. Also wir hatten ihr das auch schon mal gesagt und ich gehe auch davon aus, dass sie das schnell verstehen wird. Wenn ich dann eben dann das Baby stille, hat sie ja noch Jakob für sich und sie kann ja auch jederzeit mit dabei sein, zugucken. Was ich mir fast schon vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht ein bisschen traurig ist, wenn sie dann eben in die Kita geht. Und wir mit dem Baby halt hier zu Hause bleiben. Und dann sagt sie, oh, ich möchte aber gerne hier bleiben. Das könnte ich mir eher vorstellen, dass sie sowas macht und sowas sagt. So ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out. aber ich glaube nicht, dass sie da eifersüchtig wird. Und ich würde mich da auch gerne eher... Ja, ich würde da gerne spontan reagieren oder spontan gucken, wie sich das entwickelt. Weil... Sie sieht ja, dass das Baby an sich auch dann am Anfang überhaupt noch gar nichts kann. Also es liegt ja irgendwie rum, krabbelt mal ein bisschen, pupst und in die Windel und das war's auch. Von daher gehe ich davon, also ja, ich glaube nicht, dass sie eifersüchtig wird. Wo bleibt Emma während der Geburt? Da haben wir uns auch lange, lange darüber Gedanken gemacht, weil es ist ja so, also sie kann nicht mit in den Kreissaal oder in den OP, je nachdem, was es dann für eine Geburt wird. Je nachdem dauert es halt auch alles sehr, sehr lange. Wir haben unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Wir haben ja jetzt nicht unbedingt großartig Familie hier oben in Hamburg, das wisst ihr ja auch. Von daher war es dann so schön, Jakobs Mama hat angeboten, einfach kurz vor dem errechneten Termin nach Hamburg zu kommen. Sie hat ja noch ihre Mutter hier und hat auch noch andere diverse Dinge, mit denen sie sich sonst auch noch beschäftigen kann. Und verbringt dann eben die Zeit auch mit Emma und ist dann natürlich auch in der ersten Zeit für uns dann eben eine große Unterstützung, wenn dann das Baby da ist. Ich weiß gar nicht, wie lange sie vorhat zu bleiben, vielleicht 1-2 Wochen. Ich finde es schön, ich freue mich und ich habe dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auch die Chance auf ein Wochenbett. Worauf freust du dich am meisten, worauf du während der Schwangerschaft verzichtet hast? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil mir fallen sehr, sehr viele Dinge ein. So total klischeehaft. Ich freue mich auf ein Glas Wein und Sushi. Auf das Glas Wein werde ich dann auch erstmal noch ein bisschen verzichten müssen, weil ich vorhabe zu stillen und dann der Alkohol eben auch in der Muttermilch landet. Es wird eine körperliche Erleichterung sein, wenn das Baby dann da ist. Und ich dann wieder alleinige Herrin über meinen Körper bin, mich dann zum Beispiel im Bett einfach wieder auf den Bauch rollen kann. Ich schlafe zwar nicht auf dem Bauch, aber es ist blöd, es nicht zu können. Und meine alten Klamotten dann irgendwann wieder anziehen zu können. Weil, wie gesagt, mir gehen so langsam die Schwangerschaftsklamotten so ein bisschen auf den Keks. Weil ich dann auch nicht mehr einsehe, jetzt so für die letzten Wochen noch, wer weiß, wie was einzukaufen. Einfach nur ein bisschen Abwechslung zu haben. Und stattdessen habe ich halt einfach irgendwie so meine 8 Kleidchen und die wechsle ich dann jetzt. Also darauf freue ich mich dann wieder, Zugriff auf meinen alten Kleiderschrank zu haben. Läufst du noch viel oder fährst du prinzipiell nur mit dem Auto? Ist das so eine generelle Frage? Nee, wir laufen schon auch viel. Also wir fahren... doch schon Strecken auch mit dem Auto, weil es teilweise eben einfacher ist, die ganze Familie ins Auto zu laden, zum Beispiel zum Einkaufen oder so. Aber es gibt dann halt auch Strecken, die wir laufen. Halt ein bisschen langsamer? Ja, tatsächlich langsamer. Und ich brauche auch sehr viele Verschnaufpausen im Moment, weil... Also es hat sich, ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie verändert von mehr oder weniger einen auf den anderen Tag, dass ich dann angefangen habe, wirklich echt so zu watscheln. Wie so ein Pinguin oder wie so ein Cowboy, auch so breitbeinig und... Ich muss halt auch echt schauen, was ich für Schuhe anziehe. Aktuell laufe ich halt sehr viel mit zu Hause mit Badelatschen rum, weil die halt so schön weich sind und federn. In Emmas Schwangerschaft habe ich ja mehr oder weniger in meinen Crocs gelebt. Also die waren so schön weich und so bouncy. Weil dieses zusätzliche Gewicht, ne, du läufst und dann diese Stöße, die federn halt wieder zurück. Und die federn dann halt teilweise auch ja, in den Bauch und es ist dann irgendwie wieder unangenehm. Wie sehen die Nächte aus? Wie schläfst du? Oh, ich schlafe teilweise wie ein Stein.
Also wenn der Junge im Bauch nicht anfängt, sich wer weiß wie zu drehen und in die Länge zu strecken und sonstige Disco-Moves auszuprobieren, dann kann ich auch super schlafen. Und ich habe auch so ein Seitenschläfer-Stillkissen, wo ich dann auch meine Hüfte so ein bisschen stabilisieren kann, weil ich mir das zwischen die Beine lege. Ich schlafe wirklich wie ein Stein momentan. Und ich bin auch ständig müde, also auch tagsüber. Bevor wir angefangen haben zu drehen, musste ich irgendwie 10 Mal gähnen, also richtig tief und richtig heftig, bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt können wir loslegen. Hast du große Probleme mit Sodbrennen? Sind einige Lebensmittel tabu? Große Probleme mit Sodbrennen habe ich stellenweise. Ich weiß noch, dass ich das mit Emma quasi so die letzten 4 Monate durchgehend hatte. Da habe ich echt gedacht, boah, nee, ich musste permanent Milch trinken, weil ich das Gefühl hatte, das half mir. Oder auch hier diverse Produkte aus der Apotheke ausprobiert, Senflöffeln und so. Aber jetzt geht's, wenn ich jetzt tatsächlich Sodbrennen habe, vielleicht einmal, zweimal die Woche, dann ist es so, dass es mir wirklich echt auch hier oben schon hängt. Schmerzen sind wirklich echt hier komplett auch im Brustbereich. Und das absurderweise, ich kann es mir nicht erklären, kriege ich dann auch teilweise direkt Rückenschmerzen. Das heißt also, mir ist dann komplett irgendwie der ganze Oberkörper schmerzt einmal rundum. Das ist echt absurd. Und das ist auch wirklich dann unangenehm. Aber Lebensmittel, die tabu sind, bezogen jetzt auf Sodbrennen. Lebensmittel, die du jetzt nicht mehr irgendwie abkannst. Ich hatte quasi 3/4 der Schwangerschaft eine Abneigung gegen Fleisch und Fisch. Fleisch hat sich jetzt so langsam gelegt. Fleisch war halt einfach, ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nicht riechen, ich wollte es nicht schmecken. Es war wirklich echt so, bäh, nee, bäh, will ich nicht. Eigentlich esse ich gerne Fleisch, auch mal so ein richtig gutes Steak oder so, aber nee, wir waren letzte Woche waren wir, glaube ich, waren wir Steak essen und da habe ich dann gedacht, ach ja gut, okay, jetzt probiere ich es, jetzt esse ich ein Stück. Aber ansonsten gibt es keine Lebensmittel, die ich so auf den Tod jetzt irgendwie plötzlich nicht ausstehen kann. Fleisch, Fisch. Was eigentlich total absurd ist, weil Fleisch, besonders rotes Fleisch, ist ja dann ein super Eisenlieferant, ne, wo ich auch einen schönen Mangel habe. Und Fisch hat ja auch diverse, ich glaube, in Lachs ganz speziell, Folsäure, alle so Dinge, die halt eine Schwangere braucht. Ist halt blöd, wenn du dann das nicht magst oder dir denkst, boah, nee, wenn ich das jetzt essen muss, ich glaube, dann übergebe ich mich. Genießt du deine Schwangerschaft? Das ist eine fiese Frage. Ja und nein. Ich bin da ganz ehrlich. Also es gibt Momente, wo ich mir so denke, Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Der Junge soll endlich da sein, ich habe keinen Bock mehr, mir tut alles weh, ich bin so fett, ich fühle mich unwohl, ich bin ungeduldig, das Baby soll jetzt endlich da sein und ach, und mir gehen diese Zipperlein auf den Keks und Sodbrennen, Rückenschmerzen, Füße, alles ist geschwollen. Na, ich kann nicht richtig sitzen, ich kann nicht richtig stehen, ich kann nicht richtig liegen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann gibt es aber so diese Momente, wo ich mir dann so denke, ich habe so ein wahnsinniges Glück, dass ich nochmal schwanger sein kann. Dass es alles komplikationslos irgendwie vonstatten geht. Wir haben so ein Glück, dass wir auch so schnell schwanger geworden sind oder ich so schnell schwanger geworden bin. Und dass ich nicht irgendwelche großartigen Krankheiten habe wie Schwangerschaftsdiabetes oder irgendeine irgendwie liegen muss oder sonst irgendwie was. Und auf der anderen, also es ist halt auch einfach wunderschön, dieses Gefühl zu haben, du erschaffst da gerade einen Menschen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das macht auch sehr viel mit einem selbst, mit einem selbst als Frau. Man denkt viel über das Leben an sich nach und welche Werte man dann später auch vermitteln möchte an seine Kinder. Und wie gesagt, also ich genieße sie, aber ich genieße sie auch gleichzeitig nicht. Ich bin sehr ungeduldig und ich möchte dieses Kind noch zu unserer Familie hinzufügen. Aber der Weg dahin ist lang und steinig und anstrengend. Aber es ist auch irgendwie schön. Hatte Emma spezielle Fragen in Bezug auf ihren kleinen Bruder? Immer mal wieder hat sie Fragen, so Sachen wie, weint er im Bauch?
Kann er das hören? Oder was isst er? Hat sie letztens gefragt. Das hat sie jetzt aber auch schon verstanden. Der Kleine isst mehr oder weniger alles, was ich esse. Und manchmal drückt sie mir dann irgendwas in die Hand und sagt dann, ich soll das essen, damit der Kleine das isst. Und das finde ich dann auch ganz süß. Ich glaube, sie hat dann auch ein paar Fragen dann für, wenn der Kleine dann da ist. Was zieht er denn dann an und wo sitzt er denn dann am Tisch? Sie ist halt auch sehr neugierig auf ihn und fragt dann auch, ob ich denn schon wüsste, wie er aussieht. Sie sagt, nein, kann ich nicht sehen. Und auch so Sachen, was hatte sie heute Morgen gefragt? Ob ihm kalt ist? Genau, sie hat sie heute Morgen gefragt, ob dem Kleinen kalt ist. Und dann sage ich so, nein, er ist ja bei mir im warmen Bauch. Also der hat es immer schön kuschelig. Und sowas. Also sie zeigt schon sehr viel Interesse und sie macht sich sehr viele Gedanken. Und ein paar davon spricht sie auch aus und fragt. Und das finde ich sehr schön, weil das dann auch wiederum zeigt, dass sie dann doch auch irgendwie interessiert ist. Mich würde interessieren, ob ihr beim zweiten Kind Wert auf Genderneutralität legt, vor allem jetzt in Hinsicht auf die Babyausstattung. Wie seid ihr generell zum Thema Männer- und Frauenbilder in der Kindererziehung eingestellt? Das ist ein spannendes Thema. Wir haben bei Emma am Anfang nicht so diese rosa-hellblau-Geschichte gefahren. Also sie hatte dann natürlich so den einen oder anderen Body auch in rosa oder das eine oder andere Geschenk auch in rosa, aber genauso auch in blau-grün, beige, gelb, andere Farben. Emmas Lieblingsfarbe ist auch gelb. Da ist jetzt nicht irgendwie ein großartiger rosa Mädchen-Glitzerstempel, den wir hier aufsetzen. Sie entscheidet sich aber teilweise aus, ich würde vermuten, eigenen Stücken für etwas Rosanes. Also sie hat zwar auch einen Bagger, aber sie hat auch eine Puppe und sie hat einen Puppenwagen, der ist blau-grau. Und sie hat aber auch einen Schaukelstuhl, der ist rosa. Also ich finde, das auf zwei Farben zu reduzieren, gerade bei der Erziehung, schade, weil die Welt ist bunt und die Farben gehören allen Kindern. Und Emma hat die Möglichkeit, alle Farben sich auszusuchen. Ich schreibe ihr da nichts vor. Ich selber habe natürlich so einen klitzekleinen Faible für rosa Dinge, weil es einfach, ich finde diese Farbe einfach sehr schön. Kann natürlich auch sein, dass ich sie dadurch dann mal so ein bisschen mit beeinflusse, ob ich es will oder nicht. Aber genauso ist es auch, wenn eine Mutter eben sagt, meine Lieblingsfarbe ist blau und ich habe 5 Jungs und die Jungs tragen alle viel blau. Also, ne, das kann halt beeinflussend sein. Bei der Ausstattung für den Kleinen habe ich teilweise bewusst, aber auch ein bisschen unbewusst zu vielen blauen Dingen gegriffen. Grau ist viel, manches ist beige. Ich finde leider, dass sehr viel Baby-Erstausstattung oder Babyprodukte für Neugeborene oder für die ersten 3 bis 6 Monate ist entweder sehr stark rosa, sehr stark blau und die Farben, die dann irgendwie in der Mitte liegen, sind dann beige und weiß. Und dementsprechend hat er halt sehr viel beige und weiß, aber eben auch blaue Dinge. Wie seid ihr generell zum Thema Männer- und Frauenbilder in der Kindererziehung eingestellt? Ich habe darüber schon mal einen Blogartikel geschrieben, wie die Rollenverteilung auch bei uns zu Hause ist. Dadurch, dass Jakob eben auch selbstständig arbeitet mit mir zu Hause, ist er auch viel zu Hause und übernimmt dann dementsprechend auch Dinge, die vielleicht in anderen Familien nur von der Hausfrau, nur von der Mutter übernommen werden, weil der Vater dann eben derjenige ist, der Vollzeit arbeitet von morgens bis abends. Bei uns ist es teilweise dann aber auch so, dass ich dann diejenige bin, die dann aus dem Haus geht, geschäftlich, beruflich unterwegs ist, für 1, 2 Nächte irgendwo sonst wo bin. Und Jakob ist dann halt eben hier und übernimmt alle Pflichten, die dann ja hier zu Hause anfallen. Jakob wechselt auch Windeln, was ich super wichtig finde, dass auch Kinder merken, dass die Männer, die Väter in der Familie auch für diese Dinge zuständig sind und dass es nicht eine Drecksarbeit ist, die bei den Mamis hängen bleibt. Genauso schwingt Jakob auch den Kochlöffel oder Jakob putzt auch mal das Bad. Also hier ist es wirklich so, jeder tut, was anfällt. Und hier gibt es keine Männerarbeit und Frauenarbeit. Und genau das ist es auch, was ich eben auch den Kindern vermitteln möchte. Mir geht es halt darum, dass Mädchen beigebracht bekommen, sie können alles sein, sie können alles werden, sie können alles machen.
Und daher bin ich zum Beispiel auch echt ein großer Fan von Barbie, weil Barbie genau das verkörpert, ne? Du kannst alles sein. Du kannst Tierärztin sein, du kannst Astronautin sein, du kannst aber auch Müllfrau sein. Also Barbie hat so viele Berufe und zeigt halt eben auch, dass man wirklich echt alles sein kann. Und genauso geht es aber halt auch darum, dass Jungs auch eben solche Vorbilder kriegen und auch haben. Und dass es nicht eben nur männlich ist, wenn man Frauen schlecht behandelt oder eine besonders krasse Führungsposition hat und einen dicken Matz markiert, sondern dass man halt auch eben Respekt hat voreinander, vor Familie, vor seinen Freunden, vor anderen Menschen und eben auch die Gleichberechtigung wertschätzt. Komplexes Thema. Ich würde gerne wissen, ob du deinen Bauch speziell pflegst, sodass du keine Schwangerschaftsstreifen bekommst, oder ob du da vielleicht mit einem fantastischen Bindegewebe gesegnet bist. Ah, ich habe da einen Blogartikel zugeschrieben, den Link packen wir euch mal unten in die Infobox. Es sind da viele Faktoren, die entscheidend sind, ob man komplett reißt am Bauch, ob man Dehnungsstreifen kriegt oder eben nicht. Und es ist zum Beispiel so, in der Schwangerschaft mit Emma hatte ich so 3, 4, 5 Dehnungsstreifen rund um den Bauchnabel und so ein paar weiter unten. Und ich glaube, so in den letzten 3 Wochen, jetzt schwanger mit dem Jungen, der Bauch ist wirklich echt enorm riesig und er spannt permanent und das tut auch manchmal an der Haut ein bisschen weh. Ich habe leider diesmal in die Vollen gegriffen und habe überall Dehnungsstreifen, also gerade auch so im unteren Bereich, wo halt ja der Bauch eben am dicksten ist. Ja, es hängt von Alter ab, es hängt von, ja, wie du schon sagtest, Bindegewebe hängt es ab, ein bisschen Genetik ist dann da auch noch mit bei. Die Produkte, die man dann halt eben verwendet, die helfen, dass die Haut nicht so wehtut, nicht so spannt, nicht so juckt. Sie helfen ein bisschen dann die Elastizität zu wahren oder zu unterstützen. Helfen eventuell dann auch im Nachgang, die Dehnungsstreifen schneller verblassen zu lassen, aber letzten Endes kann man leider nicht sehr viel dafür tun. Wie gesagt, Cremes erleichtern das Ganze noch ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, in dem Blogpost sind ganz viele Produkte aufgelistet, die ich benutze. Schaut euch da mal durch. Würde für dich auch eine natürliche BEL-Geburt in Frage kommen? Wendest du irgendwas Bestimmtes an, um den Kleinen zum Drehen zu motivieren? Wie bereitest du dich auf die Geburt vor? Müssen wir ganz kurz mal erklären. BEL bedeutet Beckenendlage. Das heißt also, das Baby hat den Kopf oben und den Popis nach unten. SEL ist die Scheitelendlage. Da wäre also der Kopf unten und der Popo unten. Die Scheitelendlage ist die, die man eigentlich gerne hätte für eine mehr oder weniger entspannte, spontane Geburt. Die Beckenendlage lässt sich auch spontan gebären, braucht aber, soweit ich informiert bin, Hebammen oder eben Geburtshelfer, die sich damit auskennen, weil das Baby dann sehr kompliziert auch rauskommen könnte. Es könnte sein, dass es mit dem Po halt irgendwie zuerst kommt oder sogar den Fuß halt als erstes rausstreckt. Es ist so, wenn der Kopf zuerst eben geboren wird oder sich den Weg durchs Becken eben sucht, der Kopf ist zur Geburt die breiteste Stelle und ebnet mehr oder weniger den Weg. Alles andere flutscht halt wirklich echt einfach nur noch hinterher. Der Kopf ist das Schwierige. Eine Beckenendlagengeburt ist dann halt ein bisschen schwierig, weil zuerst halt, wie gesagt, entweder Füße oder Popo irgendwie rauskommt. Dann muss man ein bisschen vorsichtig ziehen. Man muss gucken, warum liegt das Kind eigentlich in Beckenendlage? Ist vielleicht irgendwie die Nabelschnur ein paar Mal um den Hals gewickelt, sodass das Kind sich überhaupt nicht drehen konnte? Wie gesagt, also da ist echt erfahrenes Personal notwendig. Ich habe da ehrlich gesagt Angst vor, das so spontan dann zu machen in Beckenendlage und möchte es nicht, eben aufgrund vieler möglicher Komplikationen und Schwierigkeiten, die es dann für mich und auch für das Baby bedeutet. Und die Gesundheit des Babys ist halt am allerwichtigsten und es kann halt sehr viel schief gehen.
Und das kann dann halt auch in einem Notkaiserschnitt enden. Und das hatte ich ja gesagt, genau das will ich eigentlich nicht. Es gibt Möglichkeiten, das Baby zu wenden, zum Beispiel mit Hypnose oder auch Moxen nennt sich das, glaube ich. Müsstet ihr, bevor ich das jetzt erkläre, ich packe euch einen Link unten rein und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Es gibt natürlich auch die äußere Wendung, das ist aber sehr, sehr schmerzhaft. Ich las da ein paar Berichte und da... muss nicht unbedingt sein. Es kann natürlich sein, dass sich das Baby noch dreht. Aktuell liegt es halt alles irgendwie ein bisschen quer. Mal gucken, was passiert. Woher beziehst du all dein Wissen rund um die Schwangerschaft? Ich finde, du wirkst in den Videos und Beiträgen immer sehr informiert und klar. Woher nimmst du diese Infos? Liest du selbst viel, Hebamme, eigene Erfahrungen aus der ersten Schwangerschaft, Freunde? Vielen Dank. Ich weiß beim besten Willen nicht alles, aber vielleicht wirkt es so, als wüsste ich viel. Ich lese viel und wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich sie oder ich mache mich schlau. Das ist halt das, wonach ich auch gerne Emma erziehen möchte und auch den Babyboy. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist, also danach sollte man halt einfach auch leben. Eben. Entweder hast du eine Frage und sie interessiert dich brennend, dann machst du dich schlau. Musst natürlich aufpassen, wo du dann im Internet, zum Beispiel auf welchen Seiten du landest. Das sollten halt schon hochwertige Seiten sein mit richtigen Informationen. Aber ja, das ist es viel. Also ich lese sehr viel und wenn mich ein Thema eben interessiert, dann fange ich an zu recherchieren. Und das ist dann auch so ein klitzekleines bisschen diese Berufskrankheit. Ich eben... lese mir dann sehr viel an und bin dann auch fasziniert von einem Thema und dann könnte ich halt echt ausholen bis zum geht nicht mehr. Und deswegen werden auch manchmal solche Videos unheimlich lang, weil ich dann Dinge loswerden möchte, die ich dann irgendwie gelesen habe oder wo ich meine, das könnte noch spannend sein und noch wichtig sein. Aber ich finde, dass wenn man etwas weiß oder wenn man informiert ist über vieles, dann nimmt es einem auch zum Beispiel Ängste, gerade in der Schwangerschaft. Natürlich kann es auch Ängste schüren, aber hauptsächlich nimmt es mir eigentlich die Ängste. Und ich frage dann viel meinen Frauenarzt oder aber eben die Hebamme, die eben bei meinem Frauenarzt drin sitzt, frage ich dann, habe ich das richtig verstanden, dass es so und so und so. Vieles ist natürlich individuell, also bei jeder Schwangeren ist natürlich immer irgendwie ein anderes Zipperlein oder irgendwie eine andere Situation und dementsprechend kann man nicht immer allgemeingültig sprechen, aber wie gesagt, so Sachen über Nährstoffe und Vitamine und so, das habe ich mir schon recht früh dann auch angelesen. Viele Sachen, wenn ich merke, es zwickt hier oder es juckt da oder was ist denn hier, dann weiß ich viele Sachen eben noch aus der ersten Schwangerschaft und was ich nicht mehr weiß oder noch nicht weiß, das lese ich halt nach. Es gibt halt echt ein Überangebot. Also in der ersten Schwangerschaft haben wir uns natürlich alle möglichen Bücher gekauft, haben die alle gelesen und dann dachte ich auch zwischendurch nur so, okay, das wiederholt sich alles oder das interessiert mich irgendwie auch gar nicht oder es ist natürlich dann auch schwierig herauszufinden, was weiß ich nicht, was müsste ich wissen. Das ist nämlich immer so dieses kleine Detail. Aber wenn man halt eben auf sich selbst horcht, in sich hineinhorcht und dann überlegt, okay, wie könnte das denn jetzt zustande kommen, dann kann man da speziell danach suchen. Oh ja, Überangebot. Es gibt halt Unmengen an Foren und Facebook-Gruppen und da ist dann auch, meistens ist es dann so, dass dann immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. So, aber dann sieht man halt auch mal, was andere Frauen eben beschäftigt, ne? Die Frage nach der Namenssuche ist, glaube ich, die meistgestellte. Also, die Namenssuche, ob das schwierig war und ob wir schon einen Namen haben. So. Nein, wir haben noch keinen Namen. Also noch nicht fix. Wie gesagt, es gibt diese Liste, da standen mal eine Menge Jungsnamen drauf. Und jetzt sind einige schon weggestrichen, weil wir dann irgendwie überlegt haben. Also, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Jedes Elternpaar macht sich da wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Druck oder macht sich da andere Gedanken bezüglich Namen. Und bei uns ist es halt so, wir hätten halt gerne einen Vornamen, der auch zum Nachnamen passt. Wir hätten gerne einen Vornamen, der so ein bisschen auch international funktioniert. Ich hätte gerne einen Namen, der irgendwie nicht zu niedlich ist, weil das funktioniert dann nicht mehr, wenn der Junge dann 25 ist. Ich hätte gerne einen Namen, der aber auch nicht zu stark, zu schwer, zu gewichtig ist, weil das funktioniert auch irgendwie erst, wenn er dann 30 ist. Das sind halt so Kleinigkeiten und dann, bei Emma ist es so, sie hat nun mal drei Vornamen und wir hätten
ihm auch dementsprechend gerne genauso viele gegeben. Und dann ist dann halt auch schwierig, ja, mit der Kombination und wie passt das denn dann zusammen? Klingt das schön? Ja, das sind dann halt so Sachen, ne, mit denen man sich beschäftigt und mit denen man sich dann auch wirklich die gesamte Schwangerschaft über beschäftigt. Und entweder hat man halt das Dingen, okay, gut, Jungsnamen, die fallen mir so ein, aber Mädchennamen ist schwierig. Und bei uns wäre es jetzt halt andersrum gewesen. Ne? Mädchennamen hätten wir sofort gehabt, aber Jungsnamen ist dann doch ein bisschen schwierig. Okay, ihr Lieben, das war's. Stellt mir gerne, gerne weitere Fragen, am besten hier unten in den Kommentaren. Und ich werde zusehen, dass ich sie dann demnächst nochmal beantworte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dann.